Georg Ludwig Böhmer, Jurist, 1749 bis 1797, Stumpfe Biel II. Georg Ludwig Böhmer. Georg Ludwig Böhmer, geboren am 18. Februar 1715 in Halle, gestorben am 17. August 1797 in Göttingen, war ein deutscher Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor für Straf- und Kirchenrecht. Laufbahn. Nach dem Besuch des königlichen Pädagogiums begann er ebenso wie sein älterer Bruder Johann Samuel Friedrich von Böhmer 1704 bis 1772 unter der Anleitung seines Vaters Justus Henning Böhmer, aber auch bei Johann Peter von Ludewig und Johann Gottlieb Heinekius im Jahre 1730 sein Studium der Rechtswissenschaften an der 1694 gegründeten Universität Halle, der heutigen Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Am 29. Januar 1738 promovierte er schließlich zum Doktor beider Rechte. Am selben Tag, als auch sein Bruder Philipp Adolf Böhmer 1711 bis 1789 seine Promotion zum Doktor der Medizin erlangt hatte. Es folgten nun 2 Jahre, in denen Böhmer zunächst juristische und historische Vorlesungen hielt. Mittels eines Empfehlungsschreibens seines Vaters an den Kurator der 1737 eröffneten Universität Göttingen, Gerlach Adolf Freiherr von Münchhausen, 1688 bis 1770, wurde Böhmer im Jahre 1740 zunächst zum außerordentlichen Professor der Rechte, Syndikus der Akademie und zum außerordentlichen Beisitzer der Juristenfakultät berufen, eine Position, die ursprünglich für den Vater Justus Henning vorgesehen war. Bereits 1742 wurde Georg Ludwig zum ordentlichen Professor und 1743 zum ordentlichen Beisitzer ernannt. Im Jahre 1744 erfolgte seine Beförderung zum königlich-kurfürstlichen Rat, 1746 zum Hofrat und 1770 schließlich zum Geheimen Justizrat. Zum Abschluss seiner Laufbahn wurde er im Jahre 1776 noch zum Primarius und Ordinarius der juristischen Fakultät ernannt. Juristische Verdienste. Georg Ludwig Böhmer hatte sich bereits frühzeitig für die Bereiche Zivilrecht, Lehnsrecht und Kirchenrecht entschieden und war zunächst darum bemüht, das wissenschaftliche Erbe seines Vaters pietätvoll zu bewahren. So knüpfte er auch beim Verfassen seines ersten großen Werkes, der Principia Juris Canonica Speciatim Juris Ecclesiastici, an die Lehren des Vaters an, sah sich in diesem Zeitalter der Aufklärung jedoch veranlasst, sich allmählich von dessen anfangs noch vorhandener Einstellung zum Territorialsystem und seiner theokratisch geprägten Rechts- und Staatsauffassung und der Rechtsunmittelbarkeit weiter abzuwenden und stattdessen den naturrechtlichen Standpunkt und das Kollegialsystem noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Damit stehen die kirchenrechtlichen Theorien dieses Aufklärers oft im Gegensatz zu den traditionellen Lehren der Kirche, haben aber später als Grundlage nachhaltigen Einfluss bei der praktischen Gestaltung und Übernahme des Kirchenrechts in das allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten. Sein Werk wurde bei kirchenrechtlichen Vorlesungen bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts als Leitfaden benutzt. Ein ebenso erfolgreiches wie hoch angesehenes Werk war sein Kompendium Principia Juris Feudalis. Zusätzlich hatte er noch zahlreiche weitere Abhandlungen überarbeitet und ergänzt und als Sammelwerke unter den Titeln Electa Juris Civilis und Electa Juris Feudalis veröffentlicht. Darüber hinaus wurden noch mehrere ebenfalls bedeutende Werke des Georg Ludwig Böhmer nach seinem Tode, unter anderem von seinen Schwiegersöhnen Karl Wilhelm Hoppenstedt und Georg Jakob Friedrich Meister, veröffentlicht. Georg Ludwig Böhmer schöpfte die Kraft und die Kreativität für seine Arbeit, unter anderem aus spannenden juristischen Dialogen mit seinen mehrheitlich ebenfalls juristisch ausgebildeten Söhnen und Schwiegersöhnen
von denen zusätzlich zu diesen bereits genannten noch seine weiteren Schwiegersöhne und früheren Doktoranden Friedrich Johann Lorenz Meyer, Präsident des Hamburger Domkapitels, und der Hofrat Georg Heinrich Nieper zu rechnen sind. Familie: Georg Ludwig Böhmer, Sohn von Justus Henning Böhmer 1674 bis 1749 und Eleonore Rosine Stützing 1679 bis 1739, war verheiratet mit Henriette Elisabeth Philippe Meyer 1734 bis 1796, Tochter des Geheimsekretärs bei der Deutschen Kanzlei in London Johann Friedrich Meyer 1705 bis 1769. Mit ihr hatte er 12 Kinder, von denen 3 Söhne, nämlich Johann Friedrich Eberhard 1753 bis 1828, Justus Ludwig Bechthold 1755 bis 1821 und Justus Henning Stephan 1772 bis 1835, ebenfalls angesehene Rechtswissenschaftler wurden. Von den weiteren Söhnen studierte Johann Georg Wilhelm Böhmer 1761 bis 1839 zunächst Theologie, wurde aber schließlich linksrheinischer Jakobiner und Mitbegründer der Mainzer Republik sowie späterer Friedensrichter und Polizeikommissar. Ein anderer Sohn, Johann Franz Wilhelm, 1754 bis 1788, wurde ein bekannter und geachteter Amts- und Bergarzt und war der erste Ehemann der Schriftstellerin Caroline Michaelis 1763 bis 1809. Seine Tochter Sophie Friederike Amalie Böhmer 1766 bis 1840 heiratete den Hamburger Domherrn Friedrich Johann Lorenz Meyer.